Wenn eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht möglich ist, werden bei einer künstlichen Befruchtung, einer Insemination, die Samenzellen möglichst 12 bis 24 Stunden vor dem hormonell ausgelösten Eisprung direkt instrumentell in die Gebärmutter gespritzt. Damit nur die besten Samenzellen in die Gebärmutter gelangen, wird das Sperma vorher aufbereitet und die weniger beweglichen von den gut beweglichen Spermien getrennt.